So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Und zunächst, bevor wir in die Höhle reingehen, möchte ich noch ein paar Fackeln mitnehmen. Wir haben nämlich gar keine dabei. So schlau wie ich auch bin. Wo ist denn unser Haus jetzt? Unser Zuhause jetzt eigentlich? Hinter diesem Berg war's, ne? Ja, gleich kann es mit der Musik losgehen, aber zunächst. Moment, ich muss jetzt die Musik wechseln. Sorry, dass ich das jetzt im Let's Play machen muss, aber die Musik hebe ich mir für später auf. Gleich haben wir's, Moment. So, noch ist alles fröhlich und freundlich. Aber wenn wir in die Höhle reingehen, dann kommt die epische Musik, die wir vorhin gehört haben am Anfang des Parts. Aber wie gesagt, zunächst brauche ich noch ein paar Fackeln. Wir haben gar keine. Habe ich ja gerade eben gesagt. Und ich glaube, ich nutze auch die Zeit, um pflanze ein paar... Oder ich lasse ein paar Melonen noch da, damit wir ein paar Melonensamen noch viel später haben. Nicht wahr, du blöde Kuh? Mann, also im letzten Part bin ich tatsächlich ohne Fackeln dort vor die Höhle gegangen. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind sie? Da, ich bin so schlau. Ich lasse die Fackeln hier. Gut, dann lassen wir... Na, die Hälfte nicht. Nehmen wir mal ein Viertel mit. Oder lassen wir ein Viertel da. So, jetzt... Die Höhle ist bestimmt nicht so groß, wie ich mir hoffe. Und wenn... Und dann ist er bestimmt ganz groß. Ja, wir verbrauchen jetzt schon ein paar Melonen. Also, das könnte lustig werden später. Da komme ich erstmal einen Apfel. So, jetzt kann es losgehen. Gleich ändert sich die Musik ins Negative. Und zunächst muss ich mich vor die Höhle reinstellen. Wie spät ist es eigentlich? Ja, es ist Mittag. Hier ist Zuckerrohr. Cool. Dann können wir uns eine Zuckerrohrplantage machen. So, und hier ist die Höhle. Und ich ändere mal schnell die Playlist. Moment. Höhle Playlist. Nehmen wir mal... Welche habe ich? Moment. So, jetzt. Okay. Ab geht's in die Höhle. Moment, Fackel neben den... Ding stellen. Neben das Schwert. So, also. Ich habe übrigens ein miese Texture Pack wieder drin, falls ihr das nicht gemerkt habt. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, ist ja egal. Und da kommt auch schon das erste Viech da unten. Hey, da vorne ist Eisen. Was ist das für ein Viech? Wegen dem Texture Pack kann ich es nicht genau erkennen, aber es hört sich nach einem Zombie an. Nein, es ist eine Kuh. Verdammt, hier ist ein Loch. Da kann jederzeit was, was runterkommen, wenn wir hier unten aktiv sind. Das heißt, das Loch, das muss ich erstmal closen. Das ist so, ich hasse solche Löcher. Erst will ich hier alles erhellen. Sicher ist sicher. Ja, ist ja gut, ihr scheiß Viecher. Habe ich schon gehört. Ja, ja, ja. Alles gut. Okay, hier haben wir ein paar Sandsteine. Wer will, wer mag, wer hat noch nicht. Gut, hier ist es soweit alles hell. Hier ist ein bisschen Eisen. Ja, krallen wir uns das einfach mal. Wir brauchen ja das Eisen noch. Die Musik ist irgendwie zu leise, kann das sein? Naja, kommt gleich. Oh Gott! Ich bin bewaffnet und bereit. Huch, der Zombie ist weg. Weggerannt wahrscheinlich. Hat Angst vor meinem Diamantenschwert. Aha, da ist er wieder.
Gott, das scheint ganz schön tief reinzugehen. Hoffentlich ist es kein großer Komplex, den ich dann erkunden muss. Irgendwie habe ich mit Texture Pack mehr Angst als ohne Texture Pack. Haltet die Klappe da unten! Blöde Skelette. Zombies meine ich. Moment, ich mache die Musik mal lauter. Ich glaube, die Lautstärke reicht schon. Das ist schon auf 50. Ich höre Lava oder ein paar Lavabälle. Oh Gott, wenn wir jetzt in die Lava reinfallen, dann müssen wir den ganzen Weg nochmal zurück ins Paradies und dann suchen. Oh Gott. Ich will da nicht rein. Huch! Brenne! Hey, eine Karotte! Ey, wir haben so ein Glück mit den Objekten. Jetzt haben wir... wir hatten vor ein paar Parts eine Kartoffel und jetzt haben wir uns eine Karotte geholt. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Glück wir mit den Objekten haben, die Zombies droppen. Unglaublich. Und ich cheate nicht, Leute. Ich verspreche es euch, ich habe nicht gecheatet vorhin. Oder gerade eben. Oh Gott! Danke, dass du ein bisschen den Weg frei machst. Was? Da sind zwei! Nein! Hoch! Angriff von hinten! Oh! Ja! Da! Ja! Was war das denn jetzt? Das fängt ja schon mal super an. Ich sollte nicht so schutzlos rumlaufen. Das könnte tödlich sein. Alter, wie viele Creeper waren das jetzt vorhin? Fick dich, fick dich, creep hier. Spinne. Und ein paar Skelette. Oh nein. Gut, hier geht's weiter, aber zunächst möchte ich hier noch alles absichern. Die Ressourcen nehmen wir alles später mit, wenn ich hier alles abgeleuchtet habe. Aber mir gehen langsam die Fackeln aus, vielleicht muss ich ein bisschen Kohle sammeln gehen. Gut, hier scheint alles sicher zu sein. Aber ich höre immer noch ein paar Viecher. Skelette und so. Und Spinnen. Die sind bestimmt hinter den Wänden irgendwo versteckt. Komm, hier ein bisschen Kohle. So, okay. Da vorne ist Eisen. Alter, ich höre sehr viele Skelette. Das ist nicht gut. Wenn wir Pech haben, ist es vielleicht ein Spawner. Wir sind hier ganz schutzlos in der Höhle gefangen. Unsere Rüstung sieht noch ganz gut aus. Leck! Na komm, ich wage mich jetzt einfach mal dort rein. Wir haben ja ein Diamantenschwert. Jesus Christus. Aber ich bin mutiger als beim letzten Mal, fällt euch bestimmt auf. Keine Ahnung warum. Alter, jetzt höre ich fast nur noch Skelette, das gibt's doch gar nicht. Okay, hier sind wir in eine Sackgasse geraten, ich gehe mal wieder ein bisschen raus.
hoffentlich ist es jetzt nicht Nacht, weil sonst kommen mehr Monster von oben rein. Gut, hier ist ein bisschen Eisen, Erz. Alter, die Klappe, ihr scheiß Zombies. Verdammt. Ey, kusch dich. Brenne! Gut, hier sind noch zwei Gassen. Scheiße, wir haben keine Fackel mehr. Okay, zurück. Kommando zurück. Jetzt muss ich ein sicheres Versteck suchen, um Fackeln zu craften. Ich glaube, hier ist es ganz gut. 1, 2, 1, 2. Zack, zack. Okay, 16 Fackeln fürs Erste. Wir brauchen mehr Kohle noch. Dann können wir uns noch mehr Fackeln machen. Ich bin jetzt ziemlich ruhig gerade, merkt ihr bestimmt. Au! Oh. Haha! So spiele ich auch immer in Skyrim. Wenn mich ein Gegner sieht, dann gehe ich um die Ecke und warte, bis er dann mich verfolgen möchte und dann überrasche ich ihn von vorne. Was zum Teufel? Au! Verpisst euch! Nein! Hilfe! Na kommt her! Das sieht aus wie ein Emo irgendwie. Scheiß Emo-Skelett. Wo ist die Spinne? Da vorne ist sie. Eine Fledermaus! Huh! Du tust mir doch nichts, oder? Immerhin ein Wesen, das im Dunkeln spawnt, mir aber nichts tun will! Scheiß Creeper! Nein! Nein! Huh! Noch irgendjemand? Ja, noch einer, war ja klar! Wo einer, wo ein Creep ist, ist auch ein zweiter. That was close. Okay, hier ist es sehr safe. Nehmen wir hier die Kohle mit. Gibt auch ein bisschen Erfahrungspunkte, auch wenn unser Zaubertisch in unserer alten Welt gerade ist. Aber vielleicht haben wir ja Glück und finden Diamanten in dieser Höhle, falls wir noch tiefer reinkommen. Ich muss ja zugeben, ich war schon mal in dieser Höhle aus Neugier. Ich habe eine Kopie dieser Let's Show-Welt erstellt und nachgeschaut, was sich in dieser Höhle befindet. Und ja, kann man das ein bisschen als Cheat nennen, ich weiß, aber ich war halt ein bisschen neugierig, wie groß die Höhle war und so. Aber das ist ja auch nicht so großes Cheaten. So, jetzt nehme ich mal die Holzspitzhacke, damit die mal ein bisschen weggeht, damit wir sie verbrauchen. Na du, hä? Fledermäuschen. Mann, hier ist ganz schön viel Kohle. Ja, aber das ist gut für unsere Verhältnisse. Sorry, dass ich gerade nichts sage. Ich muss ja nicht immer was sagen. Wenn es ruhig ist, ist es ja auch mal ganz schön. Besonders in so einer Höhle.
Okay, weiter geht's. Erstmal die Lage checken. Wie ist die Lage? Christoph Krachten. Wie ist die Lage? Ja, ja, hier ist Eisen. Hier ist so, das ist die Lage. Gut. Hier noch ein bisschen Eisen. Jeder Rohstoff, den wir hier jetzt finden, ist sehr wichtig. Da müssen wir jetzt nämlich, da müssen wir später nicht nochmal in diese Höhle rein. Nein, fuck, leck. Gut, ich sehe hier kein Viech weit und breit. Nehme ich hier die Kohle mit. Ach, momentan leckt's ein bisschen. Aber ich glaube, das macht nichts. Weil das fängt sich ja immer wieder. Wenn ich bedenke, wie es in der ersten Staffel war, da hat es ja nur noch geleckt. Vielleicht leckt es aber auch, weil jetzt gerade Nacht ist und oben sehr viele Viecher spawnen. Könnte auch eine Erklärung sein. Okay, hier ist auch noch ein bisschen Kohle. Die nehmen wir natürlich auch mit. Keine Frage. Hier, hier liegen noch ein paar Erfahrungspunkte rum. Kann sein, dass es von den Monstern vorhin waren, die wir hier gekillt haben, oder von dem Kohleabbau. Gerade eben. Ich finde es cool, dass Kohle Erfahrungspunkte gibt. Weil vorher, ich bin ja ein Peaceful-Spieler, muss ich sagen. Und ich hatte dann nie die Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu bekommen, bis es eingeführt wurde, dass man beim Abbau von Ressourcen Kohle bekommt. So, jetzt müssen wir aufpassen, hier ist auch noch ein Weg. Gut, hier sieht es sicher aus. Was befindet sich hinter diesem Gewölbe? Moment. Jetzt müsstet ihr es vielleicht hören. Da hat gerade eben ein Skelett gebrannt. Also ist hier bestimmt irgendwo Lava in der Nähe. Und hier führt dieser Weg wieder in zwei andere Wege rein. Das gibt's doch gar nicht. Und dieser Weg führt wiederum in zwei neue Wege. Wenn nicht sogar in drei. Gut, dieser Weg ist zum Glück beendet. Ich glaube, ich blockiere erst einmal, damit hier nichts durchkommt, während wir jetzt das Zeug einsammeln. Und wir haben schon Erfahrungsstufe 9. Hier ist wieder ein bisschen Eisen. Scheiße! Und eine neue Höhle! Und ich höre eine Spinne. Wahrscheinlich ist sie direkt da hinter dieser Mauer. Oder hinter dieser Wand. Das reicht eigentlich. Jetzt auch noch Eisen. Ich glaube, das Eisen nehme ich hier zunächst mit. Verdammte Spinnen. Ich kann euch nicht leiden. Warum baue ich eigentlich das Eisen mit der Holzspitzhacke ab? Das ergibt doch keinen Sinn. Das Eisen geht ja dadurch kaputt, wenn man es mit einer Holzspitzhacke macht. Oh Gott. Ich sehe hier sehr wenig. Und ich höre eine Spinne hier. Und zwar ziemlich laut. Kann sein, dass sie über uns ist. Oder es kann auch sein, dass sie hier in diesem Raum ist. Ich habe keine Ahnung. Ich höre alle möglichen Geräusche, das gibt's doch gar nicht, da kriege ich die Paranoia. Es ist... der fast kopflose Zombie. Und noch ein Creeper. Zwei Creeper, nee, ein Zombie. Oh Gott.
Oh!